Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Brendels Monday. Wir sind immer noch Lava. Ich bin ziemlich sicher, dass die Lava hier vorher noch nicht war. Ich bin noch nicht Sicher, dass du nicht bescheuert bist? Können wir? Nee. Oh. Okay, reden wir mal mit Murray, würde ich sagen. Er war nie der Lebendigste, aber jetzt? Hey, Murray! Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilleeis. Ist das so? Ach, Murray. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein. Also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie die Geschichte mit der Ente und... Hör auf. Daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, tot, oder? Wie kommst du darauf? Vielleicht. Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Murray? Okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis, glaube ich. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheiß-Apokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Murray, ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Okay. Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Hier oben? Hatten Sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelegt und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Ah ja. Aha. Typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starrkopf, was, Murray? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab's ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben. Erdbeben? Tut mir leid, Murray, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie Sie in meinen Augen aussehen, Murray. Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Murray. Ich kenne mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN602 könnte dem was anhaben. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Murray. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fang ich wieder damit an. Ehrlich, Murray, Sie sehen gar nicht gut aus. Was soll ich sagen, Junge? Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Das wäre echt nett von ihm. Tatsächlich? Ja, dann ich bin weg. Wir brauchen den Grill, würde ich sagen. Möchtest du Kaugummi, Murray? Das würde ich... Okay. Können wir jetzt hier rein? Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht?
Nichts für mich drin. Oh. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man... Ja, okay. Geschlossen. Können wir mit dem Schlüssel da rein? Das macht... Doch, ist das ein Schlüssel? Das ist ein Türschloss bestimmt. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Nichts von Interesse. Ach komm schon, kann ich jetzt eigentlich trotzdem noch... Nein, okay, ich habe nur diese zwei Wege, die ich gehen kann, okay. Da kann ich nicht rein. Hm. Das ist Matt, mein bester Freund. Ach so. Tja, so weit ist es also gekommen. Das Ende der Welt. Wer hätte das gedacht? So sieht's aus. Und trotzdem steigt auf dem Dach eine Party. Warte mal. Da ist eine Party auf dem Dach? Habe ich jedenfalls Leuten hören. Soll ein Riesending werden. Es gibt sogar ein Barbecue. Super, ich stehe voll auf Burger. Aber... Was aber? Ich habe den ganzen Tag noch nichts von Sally gehört. Sie hat das Telefon nicht an und das sieht ihr gar nicht ähnlich. Ich mache mir langsam Sorgen. Was, wenn die Typen vom Klamottenladen sie gekidnappt haben? Im Ernst? Darüber machst du dir Sorgen, dass die Typen vom Hochzeitsausstatter sie gekidnappt haben könnten? Ich krieg von solchen Läden echt schlechte Vibes mit. Ich dachte immer, da hängt irgendein gruseliger Alter im Keller rum, der nachts hochkommt und alle Kleider anprobiert. Wie auch immer. What? Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hab Sally bei der Party gesehen. Ehrlich? Na komm, bei sowas würde ich dich doch nicht anlügen. Komm schon, Randall. Du hast mir mal erzählt, dass Sally in einem Müllcontainer steckt. Und ich hab fast einen Arm verloren, als ich sie da rausholen wollte. Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Aber stimmt das denn? Sally ist auf der Party? Ja, klar. Habe ich doch gesagt. Okay. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sie sehen. Klar, aber die hängt doch sicher mit ihren Freundinnen ab. Und die kann ich nicht ausstehen. Die Bräute sind echt Furien. Entspann dich. Sie war allein da. Tja, vielleicht komme ich später mal vorbei. Mal sehen. Ja, deine Entscheidung. Ui, schöne Party. Okay, im Übrigen gibt's auch was zu saufen. Okay. Alter, vergessen wir mal alles andere und machen richtig schön Party. Weiß nicht, Mann. Was läuft denn für Mucke? Ja, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde sie als episch bezeichnen. Du weißt, dass ich mich langweile, wenn mir die Musik nicht gefällt. Und dann trinke ich mehr, als mir gut tut und dann passieren komische Sachen. So wie mit Vesuvius Matt. Wollen wir doch mal einen Vesuvius Matt, Randall? Ich weiß nicht, ob dir der Sound gefällt, aber... Wir könnten uns trotzdem amüsieren. Ah, weiß nicht, Mann. Ich sehe es einfach nicht. Wenn mir die Musik zufällig gefällt, dann ja. Wenn nicht, bleibe ich wohl lieber hier auf deinem gemütlichen Sofa. Großartiger Plan. Und im Übrigen, da gibt's genug zu saufen, um selbst Jelzin ins Koma zu befördern. Oh, klingt gut, aber... Was aber? Du kennst mich, Randall. Ich habe Prinzipien. Ich kann nicht ohne was in der Hand uneingeladen zu einer Party gehen. Ich sollte wenigstens was zu trinken mitbringen, oder? Oh Gott! Matt Griffin redet über Prinzipien? Das muss wirklich der Weltuntergang sein. Einfach nur eine Frage des guten Benehmens, mein Freund. Benehmen? Okay, du verarschst mich nur. Komm schon, du weißt noch nicht mal, was das heißt. Ich mein's ernst, Randall. Ich gehe nicht auf die Party, wenn ich nichts zum Mitbringen habe. Okay. Schau mal, was ich machen lässt. Okay, ich sehe schon, du hast keinen Bock. Dann muss ich mir wohl einen anderen Rodney Dangerfield suchen. Komm schon, reg dich nicht auf. Man muss die Dinge eben richtig angehen. Und weißt du, ich fühle mich gerade nicht so richtig nach Party. Naja, deine Entscheidung. Nein, die gehört Matt. Ja, wir wollen sie doch gerade Matt geben. Ach Mensch. Kann ich die Buchstütze uns jetzt mitnehmen? Auf gar keinen. Nein, okay. Habe ich was Neues im Zimmer? Nein. Ich kann nicht raus. Da gehe ich jetzt nicht. Warum nicht? Haben wir hier was? Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Was? Spinn ich oder ist das einer von diesen Opferdolchen? Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. So, Kaugummi festkleben?
Verdammt, wenn ich... Will ich mit der Tasse? Nee. Warte mal. So. Jetzt mit der Tasse. Nee. Verdammt, wenn... Die Statue kann ich... Ehrlich gesagt... Ja, die Schubladen waren ja egal. Das hat ja das hier geöffnet. Das auch? Die Figur vielleicht. Kann ich die mitnehmen? Na... Ja, klar. Der schließt... Nein. Das Ding werde ich... Okay. Flügel runterdrücken, Schlüssel zwischenklemmen. Nein. Okay, warte. Nein. Flügel runterdrücken. Habe ich das Kaugummi eben auf die Statue oder den Flügel verwendet? Nee, okay. Nochmal. Dann versuche ich jetzt mal alles mit der Statue. Nein. Nein. Auch nicht. Warte, das ging ja auch nicht mit Flügeln, ne? Nee. Nee? Das Kaugummi vielleicht? Das ist kein... Der Schlüssel vielleicht? Das... Okay. Aber wir haben was in Mortimers Zimmer. Okay, so ein Opferdolch. So, haben wir hier mit die Schublade, die Pizzaschachteln. Hier mache ich... Kann ich nichts mitnehmen. Kann ich nicht... Haben wir auch nichts Neues, okay. Pflanzen konnte ich... Kann ich das Sofa benutzen? Jetzt gerade nicht. Ah. Hätte ich ja auch nichts Neues, ne? Brauche ich nicht. Badezimmer? Toilette? Ja, später vielleicht. Warte mal. Nee. Ich... Okay, ansonsten ist ja auch nichts. Alles klar, okay. Ist hier oben noch was? Wenn es laden würde. What? Hungersnot, also die vier Dinger da und die Klimaanlage. Die kann ich nicht einfach mit... Tod. Entschuldigung. Mein lieber junger Suppe... On. Mein Suppe... On. Mein Suppe... On. Mein Suppe... Ah, okay. Die kann ich wohl nicht... Kann ich vielleicht... Nee. Okay, ansonsten auch nur noch hier es muss Leiter. Einen besseren Weg nach... Okay. Ich kann jetzt nicht... Ich gehe Leuten nicht... Das... ich bin ein wenig verwirrt. Soll ich die jetzt retten? Ich glaube... Für heute habe ich genug... Warum zum Geier... Nehm ihn doch einfach mit. Soll ich die jetzt... die Tage an... Der braucht eher was gegen seine Schmerzen. Na... Das wird... Er braucht das Rizinusöl, oder? Das ist... Das macht... Das... Nee... Das macht... Murray. Aus dem kriege ich nicht... Na... Den da... Das... Ich habe hier auch nichts Neues. Kann ich nicht einfach hier... Nee. Kann ich einem von denen Nikotinkaugummi anbieten? Das würde ich eher... Oder einen Schlüssel? Den?
Nein. Das ist keine... Das macht... Das ist... Nein. Den? Er sagt auch immer das Gleiche, das ne? Würde ich... Ja. Das... Das... I'm a little bit verwirrt. Das wird... Mist. Da... Geht nicht. Was mit den Trophäen? Wie kann ich... Die kann ich... Bin ich stark. Die kann ich nicht... Mortys Literaturgeschmack in... Na... Hä? Hey. Das ist keine... Bin ich irre? Oder bin ich so vernünftig, dass die Welt um mich zusammenbricht? Das nützt bestimmt nichts. Okay, ich versuche jetzt alles mit allem. Bin ich irre? Bin ich irre? Bin ich... Ich sehe ein Parasit. Achso, ja, okay. Das... Das ist... Das ist wieder nur so ein Ausprobierpart, Leute. Das. Ja, ich glaube, das. Wenn eine Trophäe nicht funktioniert, dann funktionieren alle nicht. Schätzungsweise. Nee. Das. Das ist. Okay. Nee. Das. Das ist kein. Nee. Okay, die Regale. Nee. Warte, das Holzscheitel vielleicht noch? Warte. Das. Das ist. Nee. Okay, dann jetzt die Figuren hier vielleicht. Das. Fallout-Figur. Das ist. Flux-Kompensator, Dungeon-Schlüssel und das andere. Ich weiß echt nicht, woher das andere kommt. Das ist. Irgendwas, komm schon. Das. Das ist. Nee. Das. Das ist. Nee. Okay, hier also auch nichts, okay. So, hier haben wir den Wecker. Warum sollte ich einen Wecker? Socke. Warum zum Geier sollte ich... Nee. Das ist... Das... Mit dem Wecker irgendwie? Das ist... Nee. Ja, die Poster und der Daddelautomat. Bin doch nicht... Die hab ich nur noch... Das ist kein... Das macht... Hey, warte mal. Kommt die Musik von der Party? Ja klar, ich sagte doch, die ist episch. Leute. Das ist ja total irre. Das klingt wie... der verdammte Scheiß-Weltuntergang. Ja, so ungefähr. Okay, die Musik ist schon mal krass, aber... Oh, was denn noch? Ich habe immer noch keinen Alk zum Mitbringen. Mann, das ist doch scheißegal. Da schickt dich doch keiner wieder weg, weil du keinen eigenen Alk mitgebracht hast. Ich hab's dir gesagt, Randall. Das ist eine Frage des guten Benehmens. Okay, wie du willst.
Ist hier nicht gerade die Flasche runtergefallen? Ist schon oft. Kann ich nicht. Okay, wo zur Hölle soll ich Alkohol herbekommen?